Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe auf meinem Schoß eine riesige Tüte mit aufgebrauchten Sachen. Und die packe ich jetzt mit euch zusammen aus. Los geht's. Ich empfehle euch aus Erfahrung, holt euch einen Kaffee oder einen Tee, macht's euch gemütlich, kuschelt euch irgendwie ein. Ich denke, das Video wird ein bisschen länger werden, weil ich habe jetzt sehr viel. Ich habe ganz viel aufgebraucht. Irgendwie hatte ich auch so das Gefühl, ich habe auch Sachen aussortiert und ich quatsche jetzt gar nicht lange, sondern ich fasse hier einfach rein. Und ihr wisst ja, ich zeige euch auch immer gerne Essen. Und was ich so, so, so lecker und gut finde, ist von Verival dieses Porridge. Und zwar ist das dieses Bircher. Oh, das ist so gut. Also ich habe jetzt angefangen im neuen Jahr tatsächlich so ein bisschen meine Ernährung jetzt nicht umzustellen. Ich wollte halt jetzt nicht mehr nur noch Brot und Toast und was man halt immer so isst oder auch Müsli. Und da bin ich jetzt auf das da gekommen und ich liebe das so sehr. Ich mache mir da auch immer gefrostete Himbeeren dazu. Man hat dann schon so eine warme Mahlzeit am Morgen, aber ich muss mal weitermachen, sonst wird es zu lang. Ich stelle diese Tüte jetzt mal vor mich und greife da einfach wild rein. Was habe ich noch leer gemacht? Und zwar von Harity. Das ist dieser Schoko-Chai und der war auch sehr gut. Ich liebe aber nach wie vor meinen Yogi-Chai, aber das war auch ein schöner, weil da habt ihr so Stoffbeutelchen und das ist auch ein super edles Geschenk. Ich kann euch das ja mal zeigen. Also man macht das hier so auf und dann ist das wie so ein kleiner Schrank, den man öffnet. Ich fand das irgendwie sehr schön. Also genau, den hatte ich mir aber gekauft. Und wenn ihr vielleicht euch auch so ein bisschen eure Ernährung halt jetzt bewusst mehr Tee trinkt und ihr wollt leckeren Tee, dann ist es vielleicht der hier. Dann habe ich hier Apfelringe. Ja, ich zeige die euch auch so zum Thema Ernährung. Das ist sehr lecker, das ist süß. Das ist vielleicht auch eine Alternative für eure Kinder, die gerne naschen. Dann bietet denen doch mal Apfelringe an. Und ja, wir hatten die jetzt öfters mal genascht und deshalb dachte ich mir, ich zeige es euch, weil manchmal vergisst man ja sowas auch und dann kauft man es wieder. Dann habe ich leer gemacht diese Kur, die habe ich euch, glaube ich, auch schon öfters jetzt gezeigt, von Omnibiotik. Ich kaufe die immer bei mir in der Herbathek. Und das ist tatsächlich wieder das eklige Thema. Nein, es ist überhaupt nicht eklig. Es geht um das Thema Darmsanierung. Und wir wissen alle, in unserem Darm sitzt das Immunsystem oder ein großer Teil unseres Immunsystems. Und da muss man wirklich das gut pflegen. Und vielleicht, wenn man mal Antibiotikum eingenommen hat oder andere schädigende Sachen, wenn man geraucht hat, wenn man viel Süßigkeiten nascht, dann muss man seinen Darm gut pflegen. Und das mache ich mit dieser Kur. Das ist so Pulver, das rühre ich mir in Wasser an. Das wird genau beschrieben. Omnibiotik aktiv. Dann habe ich aufgebraucht von Dalton natürlich, das mache ich ja regelmäßig, meine aller tollste Maske, die ich kenne. Das ist keine Tuchmaske, aber funktioniert wie eine Tuchmaske. Das ist so, ihr müsst da zwei Schichten abmachen und dann kommt ihr an dieses schöne, glibberige, ich sage mal, dass es glibberig ist. Es ist wie Silikon, das legt ihr euch dann aufs Gesicht und dann bekommt ihr echt eine ganz, ganz, ganz glatte Haut. Das erreiche ich sonst mit nichts. Und ich sage es euch gleich, Dalton, ich habe diese Woche einen Code. Noch bis zum 15., wenn ihr bei Dalton bestellt, weil ich weiß, vielleicht kriegen es nicht alle mit. Ihr könnt jetzt 20% sparen mit Beauty Amelie, alles groß geschrieben. Und der Code, der gilt wirklich nur eine Woche. Wenn der dann vorbei ist, dann vielleicht erst wieder zu Ostern. Ich weiß nicht, wann ich den nächsten Code bekomme. Aber ne, falls ihr euch eindecken wollt, generell mit Dalton-Produkten und nicht nur dieser wundervollen Maske, dann macht es jetzt. Was ich aber auch sehr gut finde, obwohl Dalton da jetzt die auch verändert hat, sind diese Augenpads von Labiosthetik. Das sind auch wundervolle Augenpads und genau so sind die jetzt auch von Dalton. Dalton hatte früher so eine Tuchpads und jetzt haben die die auch so silikonig gemacht. Das ist so toll, die neuen. Und genau, bevor ich es vergesse, es passt jetzt gut, es war nicht geplant, dass ihr, wenn ihr jetzt im Januar bestellt, egal wie hoch der Bestellwert ist eurer Ware, bekommt ihr die Augenpads von Dalton gratis dazu. Also nicht die, aber die von Dalton. Und das sind genau solche wie diese, so silikonige, schöne Augenpads. Perfekt. So, dann haben wir noch hier einen ganz tollen Tee. Den hatte ich bei TK Maxx gekauft. Dieser Hamster-Tee, Karma-Chai. Oh, der war so gut. Ja, einfach ein super Tee. Ich muss mal schauen, ob ich den online irgendwie bekomme. Dann werde ich mir den nachbestellen. So englische Tees sind einfach so gut. Der hat jetzt hier auch nur 2,99 € gekostet. Dann habe ich hier diesen Reiniger leer gemacht. Der war vom Action, dieser Kitchen Cleaner, so ein grüner. Ja, der war ganz okay. Aber beim Action gibt es ja noch so andere. Den fand ich dann besser als den. Aber der war auch in Ordnung. Also so ein guter Reiniger. Dann vielleicht, wenn ihr hier neu seid, das sind so meine Lieblings Waschpulver und oh, da kommt ein Duft.
Oh, ich finde das. Ich muss aber sagen, dass Spee für mich noch besser riecht. Also ich liebe den Duft von Spee noch mehr, finde aber beides tolle, tolle Waschmittel und kaufe die auch immer wieder nach. Dann habe ich aufgebraucht meine geliebte Green Door. Ich weiß nicht, das mache ich irgendwie im Jahr zwei, dreimal. Das ist diese Deo-Creme. Habe ich euch auch schon, glaube ich, oft, ja, die habe ich schon oft gezeigt und da habe ich auch schon mal ein ganzes Video dazu gemacht, wenn ihr euer Deo umstellen wollt und ihr wollt weg vom Aluminium, dann ist das vielleicht die Green Door Deo Creme, die ist sehr gut. Ich trage die mit einem Pinsel auf und komme super zurecht. Dann habe ich hier die leere Verpackung. Oh mein Gott, das habe ich ganz neu entdeckt. Und zwar meine Freundin Rebecca. Ihr kennt auch Rebecca. Rebecca hat einen YouTube-Kanal. Das ist so eine Ordnungsfee, ne? Die macht so ganz tolle Videos, so Putzmotivation, die strukturiert, die sortiert. Und die macht jetzt auch bei Instagram dieses Scentsy. Und das ist so eine Firma, ich glaube, die kommen aus Amerika und da kann man so Düfte kaufen für die Wohnung, fürs Haus. Und ich habe mir bei Scentsy eine Duftblume gekauft. Und zwar ist es diese Aloe Water Cucumber. Und ich finde die so gut. Die habe ich euch auch schon bei Instagram gezeigt. Das ist jetzt hier die leere Verpackung. Und das macht einen wundervollen Duft. Also gerade so, wenn ihr einen Schuhschrank habt. Und ihr wisst ja vielleicht, Schuhschränke, die riechen oft nicht so gut. Stellt euch so eine Blume da drauf, da rein, in die Nähe. Ich finde das so gut. Das sieht auch sehr schön aus. Das sind tolle Düfte. Eben so eine Art wie Duftstäbchen. Aber es sind wirklich schöne Düfte. Ich habe mir da auch eine Duftlampe gekauft. Oh Gott, ist die so schön. So eine roségoldene. Und dann oben, oh, habe ich dann immer meinen Duft drin. Finde ich ein ganz tolles Zeug. Also ich werde euch jetzt auch, ich muss dran denken, euch das zu verlinken, wie ihr zu Rebecca kommt. Wenn nicht, gebt ihr mal ein Rebecca YouTube mit Doppel-K. Dann findet ihr sie. Und von da kommt ihr ja auch auf ihr Instagram-Profil. Dann genau. Hier habe ich noch so eine Maske, die brauche ich halt wirklich immer auf. Und was ich von Dalton jetzt auch leer gemacht habe, und oh, die war auch so gut, die muss ich unbedingt nachbestellen. Das sind die Sleeping Beauty Ampullen. Also das ist jetzt was, wenn ihr vielleicht so wie ich gerne die Fruchtsäure benutzt oder Enzympeeling, um halt an die Haut ranzukommen, ne, sage ich immer wieder. Und dann aber was braucht, was quasi so richtig sich so rauflegt, so wie so ein schützender Film, dann sind es diese Sleeping Beauty, weil das ist so eine Öl-Serum-Ampulle. Die müsst ihr auch gut schütteln, so ein Zwei-Phasen-Produkt. Und das ist wirklich so ein, naja, so ein Öl, eine Art Hautöl, aber nicht so, das, nicht so ein Öl, was da so drauf speckt. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das zieht wunderbar ein, aber das macht die Haut so ganz weich und geschmeidig. Wundervolle Ampullen sind die Sleeping Beauty. So, dann hier ein paar Reinigungsmittel, Spülmittel habe ich aufgebraucht. Das fand ich super toll von Fit. Pfirsich, Muskat, mega gut. Aber ich liebe auch die Spülmittel vom Action nach wie vor sehr, sehr gern. Dann mache ich gleich noch diese Flaschen. Das ist dieser Allzweckreiniger und der Kitchen, also der Küchenreiniger, genau. Und wir haben ja jetzt auch viel geputzt, so im neuen Jahr, und das ist einiges leer geworden. Dann, oh, das war sowas Tolles. Und zwar eine. Das muss ich unbedingt auch nachbestellen. Ich habe auch schon gesehen, die gibt es auch online. Muss ich jetzt dran denken. Von Sorrento Lemon eine Handwaschlotion made in Italy. Das riecht wie in einem Luxushotel. Also wenn ihr vielleicht ein Gästebad habt und ihr wollt, dass eure Gäste, so wenn die sich die Hände waschen, denken, wow, was haben die da in dem Haus oder in der Wohnung, dann braucht ihr das. Ich will das unbedingt wieder kaufen. Das haben wir alle geliebt, auch meine Kinder. Ich muss jetzt dran denken, dass ich das online bestelle, weil das gab es bei TK Maxx und als ich dann da war, noch letztes Jahr, war das da aber auch nicht mehr und ja. Also das werde ich online bestellen. Dann hatte ich von Action eine Badebombe für die Kinder. Das war so Badeschokolade und das war echt toll. Also die Kleine hat es geliebt. Das sieht erstmal sehr appetitlich aus, ne? Wie so ein Stück Schokolade. Kann man sich so abbrechen und das hat auch, glaube ich, noch so geglitzert. Guckt da mal bei Action. Dann habe ich hier die Verpackung, weil das dauert ja, bis ich die aufgebraucht habe. Und ich wollte euch das aber erzählen. Ich habe mir von Weleda eine Körperbutter gekauft. Und ich muss sagen, dass ich das richtig gutes Zeug finde. Also, die ist sehr angenehm. Die riecht so ein bisschen Zitrus. Aber es ist eine schöne Körperbutter. Die tut gut. Also, so ein typisches Weleda-Produkt. Sie ist jetzt nicht ganz so heftig wie diese. Body, diese Spa-Butter von Dalton,
die ist noch ein Ticken krasser und die riecht auch für mich noch ein Ticken besser, aber die von Weleda, die ist auch sehr schön. Und wenn man vielleicht das erstmal so testen möchte, ob Body Butter für einen persönlich was ist, dann ist es die von Weleda. Also ich finde die sehr gut, ich nehme die sehr gerne. Genau, das ist die Umverpackung. Dann kommt was Leckeres, sieht aus wie Alkohol. Nein, ist es nicht, das ist ein Karamellsirup von diesem berühmten Le Sirop de Monin, also dieser französische. Und den mag ich so gerne, den werde ich mir auf jeden Fall wieder nachbestellen. Ich habe jetzt gerade diesen Kokossirup, auch von dieser Firma, finde ich ultra gut. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe tatsächlich den Bronzer aufgebraucht. Der wunderbare von Essence 01 Sun Club Matte Bronzing Powder. Den habe ich euch ja auch gezeigt bei meinen Bronzern. Und ja, das ist ein tolles, tolles Zeug. Ich liebe ihn. Ich habe ihn schon wieder im Einsatz. Ich habe mir schon wieder ein Backup gekauft. Und jetzt komme ich aber mit dem Pinsel. Ich habe das Gefühl, ich mache mir meinen Pinsel kaputt. Deshalb kommt er jetzt weg. Genau, aber er ist wirklich, ja, ihr seht, fast leer. Und was ich jetzt entsorge, weil ich es nicht verschenken kann, ich hatte mir ja mal von M. Asam so eine Probe mitgenommen, dieses Magic Finish. Und ich hatte tatsächlich ein Montagsprodukt. Also meins war fast leer. Da war fast nichts drin, das sehe ich auch. Und ja, so leid es mir tut, es ist von M. Asam. Es hat bei mir Pickel gemacht. Vielleicht war es auch eine schlechte Zeit. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht vertragen. Deshalb, ich kann es jetzt auch nicht verschenken. Also ich weiß, es gibt Frauen, die feiern das, die nehmen das total gerne. Für mich ist es nichts. Ich werde es nicht nochmal wahrscheinlich probieren, weil ich keinen Bock auf Pickel habe. Dann hatte ich mal beim Action gekauft dieses Duschgel und es war auch so gut. Also so wie die Flasche aussieht, so ist der Duft. Also eher sowas sehr, schon so ein bisschen dramatisch, so ein bisschen wie Luxus, Hammam. Also war ein richtig schönes Zeug, dieses Apothek, Bad und Duschgel mit Organic Aloe Vera und Argan Oil. Also echt schönes Zeug. Jetzt habe ich noch so eine Maske von Dalton. Ich sage ja, ich brauche die auf wie nix. Dann habe ich diese Augenpads von Dalton, das sind ja die alten. Die fand ich auch sehr schön. Ich habe die auch geliebt. Das waren diese Tuchdinger. Jetzt haben die aber überarbeitet, ne? Und was ich euch vorhin schon gesagt habe, jetzt könnt ihr die als Silikon kaufen. Und das ist nochmal viel, ist schon noch ein Ticken krasser, was das dann mit den Augen macht. Genau. Und hier ist noch die Umverpackung, weil ich das so wichtig finde, dieses Produkt. Dieses Sensitive Care Derma Balance, diese Cream Medium, die finde ich so schön. Und immer, ich meine, ich trage nichts anderes am Dekolleté, außer diese Creme und meine Mischung. Das habe ich euch ja gezeigt. Ich habe hier meine neue Kombi gefunden. Also ich mische mir mein Enzymserum, also die Fruchtsäure, mit diesem Glow Oil, mit diesem Illuminating Oil von Dalton. Und das ist der Hammer. Das mit dem, das ist meine Pflege im Moment. Und ja, guckt da gerne in mein anderes Video rein, ne, Hautpflege. Und wie gesagt, der Code gilt noch ein paar Tage. Dann habe ich aufgebraucht von Nivea ein Magic Pearl, ein Deo-Spray, was ich aber nicht mehr für mich benutze, sondern für meinen Schrank. Also die schon länger hier dabei sind, es tauchen immer mal wieder Deo-Sprays in meinen aufgebrauchten Videos auf. Das sind aber Reste, ich kaufe keine mehr nach. Das sind alles Sachen, die ich aufbrauche und ich sprühe das tatsächlich in meine weiße Wäsche. Ja. Dann habe ich aufgebraucht hier mein Wunderspray von Gliscor. Ich finde das so gut. Das ist dieses, habe ich euch ja auch schon oft gezeigt, was man schütteln muss, dieses Zwei-Phasen-Produkt. Und es macht einfach die Haare schön. Also für mich fühlt sich super gut an. Das ist was, was in den Haaren bleibt. Spült man nicht aus. Und das ist nämlich mit Keratin. Und das finde ich so wichtig. Und für die Schönheit von innen, ich schwöre ja auf Hyaluron. Ich habe euch da auch ein Video zu gemacht. Ich nehme das von Proceanis. Das ist mein liebstes Hyaluron. Und ich nehme aber auch immer noch dazu, ja, ich nehme beides. Ich bin auch verrückt, aber mir bekommt es super gut. Und zwar ist das aus der Drogerie, dieses Hyaluron von Nature Love. Und das kostet aber halt auch irgendwie, ich glaube, diese Flasche kostet, glaube ich, 20, 30 Euro. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber da hat man ja auch länger was davon. Ja, hier noch so ein Deo, was ich auch sehr gut fand. Der Duft ist wundervoll von Garnier Mineral, ein pure, frische Deodorant und ist natürlich für mich kein Deo, sondern für den Schrank und es riecht so gut. Probiert es mal aus. Also ihr könnt echt diese Deos in euren Schrank sprühen. Dann habe ich hier von Nivea dieses Coconut Sensation. Das ist ein schöner Duft, ne? Aber es ist jetzt nichts, was mich so richtig doll umhaut. Also war okay. Aber ich weiß, meistens so im Frühling kriege ich so einen Rabbel und dann kaufe ich mir immer so Nivea Duschgel. Und genau das da habe ich jetzt auch mal leer gemacht. Und was ich auch aufgebraucht habe, und es ist auch super toll, sieht jetzt schlimm aus, die Flasche,
ist von Dalton dieses Normal Skin, dieses Reinigungsfluid. Und das holt euch halt abend auf eine sehr sanfte Weise alles schön vom Gesicht runter. Ne? Also das ist einfach so ein Basic-Teil, was ja schon diesen Säureschutzmantel der Haut aufbaut. Das ist so wichtig. Beschäftigt euch echt mit der Reinigung. Nehmt da nicht irgendwas. Denkt wirklich an eure Hautschutzbarriere. Die wollt ihr ja nicht kaputt machen. Die wollen wir ja stärken. Und das ist halt ein tolles Produkt dazu. So, dann hier noch einen schönen Duft. Nämlich den grünen habe ich leer gemacht von Dr. Beckmann. Und der ist so gut. Also erst dachte ich so, wenn man das so ranriecht, riecht so ein bisschen na, sehr stark. Ne? Aber der ist so gut. Die Wäsche, die duftet. Also, oh, ich liebe das. Ich liebe es. Ich liebe dieses Grüne, wenn ihr diese Spähperlen habt und dann den, also das ist echt, wo habe ich sie jetzt? Na, ist egal. Also wenn ihr diese Spähperlen habt und dann noch das ins Weichspülerfach statt Weichspüler, Leute, die Wäsche duftet so, so sehr. Also das ist so meine Kombi. Und eine totale Empfehlung, finde ich, sind ja diese diese aromapflege Duschen. Und ihr hört schon Aroma, das heißt, das ist so richtig intensiv. Also wenn ihr euch damit duscht, das hat jetzt nichts mit Isana oder Balea zu tun. Da habt ihr auch ein bisschen Duft oder auch das Nivea. Das kommt nicht an diese Aromageschichten. Na, da muss Aroma stehen. Und das ist jetzt so mit Zitrone und Verven. Und oh, das ist so richtig so erfrischend gewesen. Und ja, ich glaube, das gab es jetzt leider nicht mehr. Ich muss das unbedingt wieder finden. Ich habe jetzt eins mit Orange, was auch ganz toll ist. Aber das ist auch super gut. Worauf ich aber auch schwöre und schon seit Jahren jetzt auch benutze, ist von Jane Iredale diese gepressten Puder. Und das ist jetzt die Farbe Golden Glow. Oh, ich liebe das so sehr. Ich habe es auch heute drauf. Das ist so mein Puder. Das benutze ich im Alltag. Das benutze ich wie heute, wenn ich mich schön schminke. Man kann das schichten. Man kann da richtig gut die Haut abdecken, aber man ist nicht zugekleistert. Also die Haut schimmert auch noch durch. Ne? Man hat so einen eigenen Ton noch. Und ja, das ist einfach ein wundervolles Zeug. Ich habe da so eine kleine Dose, wo ich das immer nachfülle. Genau, also falls ihr euch so ein schönes Mineral Powder kaufen wollt, dann guckt euch echt Jane Iredale an. Das ist mindestens so gut wie Bare Minerals. Für mich ist es noch besser. Dann habe ich von Oatsum dieses Alice im Bärenland. Aber ganz ehrlich, dieses Oatsum und ich, das wird ja so gehypt. Ich finde es viel zu teuer. Und ich mag diese klassischen Porridge viel mehr als das da. Das ist einfach nur so ein Brei und du musst es dann pimpen. Aber ich glaube, das ist auch das Konzept von Oatsum. Die verdienen natürlich sehr viel Geld mit diesem Grundbrei. Und dann müsst ihr euch die ganzen Toppings dazu, dass es lecker wird. Und ich glaube auch, das ist sehr lecker. Aber ich finde, es ist dann ganz schön teuer. Da wird sehr viel Geld verdient. Aber gut, ich finde es in Ordnung. Wenn ihr das mögt, dann macht es. Ich kaufe es mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Und wenn, dann immer nur so kleine Tüten. Und was ich richtig toll finde, da habe ich jetzt auch noch ein paar mehr, die muss ich jetzt mal aussuchen, diese ganzen Badegeschichten. Das war jetzt die Nachtruhe. Oh, es riecht so gut. Achtsamkeitsritual. Und da könnt ihr dann auch gleich noch so eine Meditation machen. Finde ich ultra gut, habe ich euch schon oft gezeigt. Oh Gott, hier habe ich noch eine Maske. Ja, aber es war halt auch die Zeit jetzt. Ne? Ich habe das sehr viel benutzt, auch jetzt so über die Feiertage natürlich. Dann habe ich aufgebraucht diese Kieselerde von TTZEP. Habe ich euch auch schon oft gezeigt. Die finde ich einfach die beste. Dann, oh, ich liebe diesen Tee so sehr, habe ich euch aber auch. Ich meine, es ist mein Aufgebrauchtmüll, da werdet ihr nichts Neues finden. Ne? Das ist jetzt hier volle Kraft aus der Herbathek. Ein ultra toller Tee. Holt euch diesen Tee. Also ihr könnt ihn auch online bestellen oder geht bei euch in die kleinen Kräuterherbatheken. Die haben ja noch geöffnet und kauft euch da irgendwie euren tollen Tee, der gut zusammengestellt ist. Dann habe ich hier leer gemacht dieses OPC, das benutze ich auch, das sind ja diese Bitterstoffe, da könnt ihr euch auch mal mit beschäftigen. Also wichtig ist halt euer Darm, dass der gut aufgebaut ist, dass ihr Hyaluron benutzt und dass ihr Bitterstoffe einnehmt, weil diese Bitterstoffe, die machen euren Körper wieder basisch, die sorgen, dass das alles ausgeglichen wird. Und ja, also die nehme ich jeden Morgen ein und die kaufe ich in der Drogerie von Nature Love. Und was ich auch jetzt hatte, oder ich habe hier noch die Umverpackung und ich fand das sehr schön, war von Kneipp ein Lippenpflegestift. Den hat jetzt auch meine Kleine. Ich benutze den auch ab und zu. Und der ist mit so einer Korkverpackung. Der ist ohne, also da ist eine plastikfreie Kappe. Und ja, ist ein schönes Zeug, kann man sich auch überlegen, das zu kaufen. Dann hatte ich leer gemacht und
bevor ich sie jetzt wegschmeiße, von Ipuro dieses Cotton Fields. Aber ganz ehrlich, ich mag im Moment diese Scentsy-Geschichten viel lieber. Also ich mag die Düfte von Scentsy lieber als diese Ipuro-Sachen. Und auch dieses Brise Glade, das habe ich alles raus. Ich kann das nicht mehr riechen. Ne? Also da kann man sich wirklich mal informieren. Geht mal bei Rebecca gucken. Das sind so schöne Düfte. Ich habe zum Beispiel in meiner Duftlampe diesen Duft, falls ihr es jetzt kennt, Freshly Picked. Das ist so ein schöner Duft. Also ich liebe den. Den könnte man ins Bad stellen. Den hatte ich in der Küche stehen. Es ist so ein ganz, ich kann das gar nicht erklären, aber der passt in jedes Zimmer. Jetzt habe ich ihn im Wohnzimmer in meiner Duftlampe, ne? Ich habe so eine Rosé-Goldene, die zeige ich euch. Ich werde die Favoriten abdrehen und da werde ich euch diese Lampe auch zeigen. Genau, und das werde ich wahrscheinlich nicht mehr kaufen. Ich sage euch, am Ende kommen immer die ganzen Schätze, die so nach unten wandern. Also da erzähle ich jetzt, glaube ich, nichts mehr, sonst erschlagt ihr mich. Das habe ich euch ja schon so oft gezeigt. Meine Duftsprays, diese Bio-Geschichten von Farfalla, Schlafschön und Zirbenwald. Zirbenwald, ach, das ist das Beste überhaupt, auch im Sommer. Ihr wollt doch am liebsten in so eine Holzhütte an den Alpen schlafen. Dann braucht ihr dieses Zirbenwald von Primavera. Und was ich auch aufgebraucht habe, ich liebe das wirklich sehr von L'Oreal, ein Make-up in der Farbe 20 Sand. Das nehme ich auch sehr gerne, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, ein bisschen länger Deckkraft wollt. Und das ist auch für so ein bisschen eher öligere Haut, ne? Das mattiert auch ganz schön. Dann ist das was für euch. So, jetzt kommen hier so Make-up-Geschichten. Ich habe leer gemacht von Dalton. Das war ein Augenbrauenprodukt. Das habe ich sehr gerne genommen. Und das ist eher so eine Art Pomade. Hält auch sehr gut. Also das ist was, wenn ihr was wollt, was sich so cremig auftragen lässt, dann ist es das von Dalton. Nee, schaut da mal gern auf die Webseite des Eyebrow Kit. Leider ist schon alles abgegangen, weil ich hatte es echt dolle im Einsatz. Ich habe das auch immer noch gemischt mit ich habe ja diese Augenbrauenseife und dann das noch drüber. Das ist sehr schön, da ist auch so ein Pinselchen und eine Bürste dabei. Also es ist ein schönes Werkzeug. Und dann habe ich aufgebraucht meine geliebte Mascara von Too Faced. Das ist die Damn Girl. Seht ihr das? Das sind auch jetzt die kleineren. Ich kaufe mir gar nicht diese Riesengröße, weil ich habe das Gefühl, dass die hier genauso lange gehalten hat, wie die anderen sonst in der großen Größe. Und ja, das ist eine super tolle Mascara. Wirklich, ich liebe die so sehr. Dann kommt jetzt weg von Judith Williams ein Concealer. Und da habe ich mich tatsächlich jetzt von getrennt, weil was mich hier so nervt, ist dieser raue Schwamm. Ich mag das Gefühl nicht, den aufzutragen. Also ich bin nicht so begeistert. Und ich habe ihn aber schon ein paar Mal benutzt. So ist es nicht, aber er kommt jetzt weg. Ich habe, wie gesagt, auch aussortiert. Und das ist so ein Produkt, was ich nicht mehr benutze. Und wahrscheinlich auch nicht mehr nachkaufen werde. Dann kommt weg dieser Lidschatten, dieser Daily Dose of Rose. Ja, den habe ich jetzt auch schon einige Jahre und der ist jetzt irgendwie halb aufgebraucht und deshalb kommt der jetzt auch weg. Und genauso habe ich jetzt aussortiert, das ist so uralt, also von P2. Wir wissen alle, wie lange es P2 nicht mehr gibt. Ein Augenbrauen-Styling-Gel, das hatte ich immer noch aufgehoben, weil ich es so gut fand, aber jetzt kommt es weg, weil ich einfach da viel bessere habe. Dann habe ich von L'Oreal Age Perfect diesen Concealer aufgebraucht und das ist jetzt auch nicht so das Produkt. Also am liebsten nehme ich NYX, diesen NYX Concealer, den habe ich euch aber gezeigt in meinen Favoriten, ich glaube Jahresfavoriten letztes Jahr. Und den Löscher, den mag ich auch noch voll gerne. Und dann habe ich noch so ein ähnliches Produkt, das ist auch von Dalton. Das ist auch so eine ganz leichte Deckkraft nur, aber der war mir irgendwie so ölig, hatte ich das Gefühl. Der war für mich nicht so gut. Und dann kommt weg von Lavera, habe ich auch aussortiert, ein Augenbrauen-Styling-Gel. Das habe ich auch nicht benutzt und da ist mir auch die Bürste viel zu groß. Also ich brauche da tatsächlich eine kleine. Ja, und wenn man dann die Sachen einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht benutzt, dann müssen sie weg. Und dann, was ich auch nicht benutzt habe, ist dieser Gel-Eyeliner von Bella Pierre, der schwarze. Den sortiere ich jetzt auch aus, genauso. Da kam ich überhaupt nicht mit klar. Hatte ich mir bei Douglas bestellt, hatte ich gehofft, das ist gut. Dieses Bushy Brow, das geht bei mir überhaupt nicht. Also da hatte ich mir gehofft, dass ich mir die so zeichnen kann. Hat nicht funktioniert. Und dann ist hier noch so ein anderer, auch von Catrice, so ein metallischer. Die kaufe ich mir dann einfach im Sommer neu. Die sind jetzt irgendwie 2-3 Jahre alt oder noch älter und halb aufgebraucht. Die müssen jetzt einfach weg.
So, dann habe ich hier die leere Flasche von meinem Hyaluron, habe ich euch vorhin gesagt, das habe ich jetzt immer eingenommen. Ein ganz, ganz tolles, luxuriöses Hyaluron. Also ihr bekommt das auch mit so einem schönen Glas. Das hebe ich auch auf jeden Fall auf. Das finde ich total schön. Und das ist super gut formuliert. Also es ist hoch dosiert. Ihr habt viel Hyaluron. Ihr habt da auch noch andere Vitamine drin. Ich trinke das total gerne am Morgen mit meiner, je nachdem, manchmal lasse ich dann die Kapsel auch weg, je nachdem, wie ich so das Gefühl habe. Und das ist vielleicht auch ein Mittel, wenn ihr vielleicht diese Kapseln nicht schlucken könnt. Ich weiß, es gibt Frauen, die kommen mit den Kapseln einfach nicht klar, diese riesen Dinger zu schlucken jeden Morgen. Dann macht's flüssig, dann trinkt ihr das und das hat auch eine richtig gute Verfügbarkeit. Also ich habe das angefangen so im, wann habe ich angefangen? Im Oktober. Und das ist so richtig, also man merkt einfach, dass die Haut, dass das alles schön prall ist. Und ich merke es auch, und es ist so abgefahren, dass ja meine Gelenke, ich meine, ich bin fast 45, ne? Und meine Gelenke, das will man immer vielleicht nicht warm und auch nicht drüber reden, aber die fangen irgendwann an und verändern sich, die tun weh. Das ist einfach so. Wir werden halt älter. Alle haben da irgendwie eine Baustelle. Und ich habe irgendwann gemerkt, schon vor ein paar Jahren hatte ich das, dass meine Gelenke angefangen haben, ab und zu mal weh zu tun. Seit ich Hyaluron einnehme, ist das weg. Mir tun die Gelenke nicht mehr weh. Es ist alles gut. Das ist einfach, ich schwöre auf Hyaluron. Und ich habe dazu auch einen Code. Ich habe den jetzt nicht im Kopf. Guckt da gerne unten in die Infobox. Ich schreibe euch die Sachen da rein. Ne, da könnt ihr schauen, dann spart ihr da auch, glaube ich, noch mal 20% oder so. Also man spart richtig viel mit dem Code. Und genau, das könnt ihr euch dann so in die Küche stellen. Und jeden Morgen, muss auch nicht im Kühlschrank, ne? Und jeden Morgen trinkt ihr dann so ein kleines Glas Hyaluron. Dann habe ich hier noch ein Duschgel, und zwar von CD. Das fand ich auch sehr gut. Das war Wasser, Minze, Gurke. Und ja, das war sehr erfrischend. Aber das kommt auch nicht an so eine Kneipp-Aromadusche einfach ran. Schaffen die nicht. Dann habe ich hier total leer gekratzt und schon mit dem Fingernagel immer noch rausgeholt jeden Abend. Also mit dem Finger dann so, kennt ihr wahrscheinlich. Die sind ganz kurz, ne? Ist jetzt nicht eklig, weil ich finde das immer fies, mit dem Fingernagel da rum zu kratzen. Was rede ich hier? Wir sind in einem Aufgebraucht-Video und ich zeige euch meinen leeren, wunderbaren Lippenpflegestift von Dalton. Der sieht einfach traumschön aus und der pflegt eure Lippen butterweich. Und ich trage den unter meinem Lippenstift auf und eure Lippen, die werden so schön weich. Der Lippenstift, der, also ich habe das Gefühl, das ist so ein schöner Primer auch für Lippenstift. Der ist richtig toll. Jetzt habe ich hier noch einige Tütchen und Päckchen von TT Sept Rücken und Schulter. Tolles, tolles Zeug, wenn ihr vielleicht irgendwie gearbeitet habt und dann euch hinterher oder ihr habt Sport gemacht. Dann hier mein geliebtes Hammam-Bad. Das ist auch traumschön. Kaufe ich immer wieder. Meine Kleine, die liebt das da. Das ist so ein Badezeug. Das können die Kinder mit in die Wanne nehmen und dann gleich noch so damit spielen. Dann natürlich auch diese Tuchmaske. Die finde ich auch immer wieder sehr schön. Kaufe die regelmäßig nach. Dann habe ich hier noch eine kleine, ein Duft, genau, das ist auch noch von Rebecca aus dem Shop. Das habe ich im Wäscheschrank. Das riecht auch super gut. Das ist auch dieses Aloe Water and Cucumber, also mit so erfrischend, so Gurke. Ist ein schöner Duft, da habt ihr so Wäschesäckchen. Ich bin ja so ein Junkie, mein Schrank muss ja immer gut riechen. Dann hier nochmal die Augenpads von Dalton, das sind die alten. Und jetzt habe ich hier die neuen, die habe ich natürlich auch schon gebraucht. Genau, die sehen jetzt so aus, ne, die ihr jetzt gratis dazu bekommt, falls ihr bestellt. Dann hier, das ist so eine tolle Maske gewesen. Die zeige ich euch aber auch in dem Hautpflegevideo. Das ist diese Oystermaske. Ich habe die ausgewaschen, weil die ist so richtig dunkel. Das ist so eine, oh, die durchblutet, die macht euch die Pickel weg, die macht Anti-Aging, weil die holt euch den ganzen Dreck da raus. Die strafft, die ist so mit Kampfer und habt ihr so einen richtigen Wellness-Effekt, wenn ihr die macht. Dann hier nochmal TT Sept Schönheitsgeheimnis zum Baden und das Hammam-Ritual. Oh Gott, ich gehe jetzt einfach schnell durch. Nochmal die iPads von La Biosthetik, die sind auch sehr gut. Dann magische Knisterwelt, Goodbye Stress und Balea Augenpads.
auch mega, mega toll, zeige ich euch immer wieder. So, wir haben es jetzt auch echt fast geschafft. Ein ganz wichtiges Vitamin, kommt jetzt hier am Ende fast, ne, ist natürlich Vitamin D3. Und da hatte ich einmal vor Jahren eine Kooperation, und das waren jetzt die letzten davon, von Nupur. Das waren so Tabletten, die ich eingenommen habe. Die fand ich richtig gut. Also achtet jetzt auf euer Vitamin D, weil wir einfach nicht die Sonne haben. Also ihr könnt da draußen rumtanzen, wie ihr wollt. Ihr werdet kein Vitamin D produzieren. Und wenn ihr im Sommer eure Speicher nicht übermäßig aufgefüllt habt, mit wochenlang am Strand rumhängen und wirklich braun werden, habt ihr spätestens Januar, Februar, März ein Problem mit Vitamin D. Deshalb, was ich euch empfehlen kann, oh Gott, das sieht ja schmutzig aus, ist das aus der Herbathek. Das nehme ich zufälligerweise. Das könnt ihr auch ein anderes machen. Das ist ein Öl. Ein Vitamin D3 Öl, und das mache ich mir einfach morgens. Ich mache mir immer früh so ein Getränk aus Gerstengras und Apfelsaft und ein bisschen Ingwer mache ich dazu und immer mein Vitamin D3. Einfach so ein bisschen mit der Pipette dazugeben. Ganz wichtig, da müsst ihr echt drauf achten. Also wenn ihr jetzt so weit gekommen seid in meinem Video und so leicht zugeguckt habt und ihr habt noch kein Vitamin D3, dann ist das jetzt für euch der Aufruf, kümmert euch darum. Geht in die Apotheke oder lest im Internet, sucht euch da was raus, dass ihr euch das supplementiert. Das ist wichtig. Und was auch ein schönes Zeug ist, so in der kalten Jahreszeit, ist dieses Citro Plus. Habe ich euch auch gezeigt. Das ist halt so ein Grapefruit-Kernextrakt. Das mache ich halt auch. Habe ich damit reingemacht. Ich habe es jetzt noch nicht wieder nachgekauft. Werde ich aber wahrscheinlich tun, weil ich es sehr gut finde. Und da habe ich noch ein Deo rausgeholt. Und das stinkt. Davor möchte ich euch warnen. Da ist auch noch was drin. Von Nivea, dieses Take Me to Bali. Das stinkt, das sprühe ich auch noch nicht mal mehr in meinen Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob es schlecht geworden ist, aber ich finde es nicht gut. So, und dann habe ich noch zwei sehr schöne Sachen, die ganz wichtig sind. Und zwar mein geliebtes Propolis Mundspray. Das habe ich jetzt einmal aufgebraucht. Ja, das ist halt sehr, sehr, sehr gut. Propolis könnt ihr euch mit beschäftigen. Kommt ja von den Bienen, ne? Die füttern damit. Die Arbeitsbienen, glaube ich, werden mit Propolis gefüttert und aber auch die Bienenkönigin. Ich weiß jetzt nicht genau, aber es ist ein sehr wichtiger Stoff. Damit kitten die wohl auch ihre Nester, die Bienen, gegen Bakterien und Viren und so. Und ich benutze es als Mundspray von Imkergut. Und mega, mega toll ist natürlich von Veleda meine Calendula-Creme für die Kinder. Und ich nehme die halt immer mal, wenn ich, was weiß ich nicht, wenn ich dann doch mal wieder einen unechten Schmuck getragen habe, jetzt heute nicht, dann benutze ich die ganz gerne. Wenn das hier mal irgendwie so juckt oder entzündet ist, dann ist das so ein kleiner Brandlöscher. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, wie lang das Video jetzt geworden ist, aber ich weiß, dass diese aufgebrauchten Videos, ihr guckt die sehr gerne, euch gefallen diese kleinen Reviews, ne? Das sind ja so meine Erfahrungen. Vieles kennt ihr natürlich schon, ist ja logisch, das sind ja meine aufgebrauchten Sachen. Aber hier kommen natürlich auch immer wieder neue Mädels dazu. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr hier seid. Und ja, ich bedanke mich bei euch. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr mich kostenfrei abonniert, die Glocke aktiviert, ne? Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bei Instagram könnt ihr vorbeischauen, da nehme ich euch gerne mit durch mein Leben, durch meinen Alltag. Und ja, ich bedanke mich und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.